Der Tag heute begann schon ganz spannend bei der Base of Operations, wo unsere Einsatzkräfte ganz am Anfang untergebracht waren. Das ist eine Schule gewesen, da hat dann auch Verpflegung stattgefunden. Da wurde mir eine Einweisung in die Lage gegeben. Auch da einen ganz großen Dank von meiner Seite auch nochmal an den slowenischen Zivil- und Katastrophenschutz, weil das Willkommen ist unheimlich dankbar. Und man hat mir dann eine Einweisung in die Lage gegeben. Und dann kamen auch immer mehr von den internationalen Partnern, den europäischen Partnern mit dazu, mit denen wir auch sehr gut zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel der französische Zivilschutz. Es waren da Einsatzkräfte aus der Ukraine. Da gebe ich zu, dass mich das ganz besonders bewegt hat. Mit über 50 Einsatzkräften hier in Slowenien ein großes Zeichen der Solidarität und Unterstützung trotz einer sehr schwierigen Lage auch vor Ort zu Hause. Dann ging es weiter und ich konnte unsere Einsatzstellen besichtigen oder besuchen, bei denen unsere Bagger im Einsatz sind. Einmal der Schreitbagger. Da konnte ich mich davon überzeugen, was der leistet und was für eine hohe Kompetenz unsere Ehrenamtlichen haben, wenn sie den bedienen. Wir haben da eine Hanglage gehabt und das war schon sehr spannend, das zu beobachten. Und dass der Helfer auch noch sehr jung ist, der da drauf saß und das so professionell gemacht hat, hat mich sehr beeindruckt. Dann ging es weiter zum Kettenbagger. Auch da zu sehen, wie schnell, wenn unbezahlte Profis am Werk sind, auch da wieder ein Flussbereich gesäubert wird und eine Brücke auch mehr Stabilität gewinnt, weil einfach das Ganze dann auch beiseite geräumt worden ist. Dann ging es auch schon weiter zur nächsten Station und unterwegs hörte ich irgendwie, da wird vielleicht doch noch, tut sich was an der Brücke, Einsatzstelle, wo ich ja gestern gewesen bin. Und in der Tat, die zweite Brücke, die steht jetzt auch kurz davor, fertiggestellt zu werden in einem unglaublichen Tempo. Und wenn man sich das anschaut, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das ist jetzt die Botschaft an Sie. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Einsatzkräfte gehen lassen. Diese Hilfe ist hier unbezahlbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß, dass es manchmal schwerfällt, gerade in der Urlaubszeit. Ganz herzlichen Dank.